Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Legion TD2 Bot Beatdown. Zweite Reihe, Diamant ist geschafft, das heißt, wir sind jetzt bei Experte oder Master oder wie auch immer. Wir machen Folgendes, wir gehen trotzdem wieder mit als Burg rein, damit wir das Late Game ein bisschen pushen können. Welcome to Nova. So, mal gucken. Alles scheiße. Nee, ist okay, aber nicht so geil, wie ich das gerne hätte. Metzger mit denen sind ganz gut, die heilen sich dann nochmal extra hoch. Der macht dann Healing. Aber es bringt mir jetzt nichts. Banana Bank. Nehmen wir so. Ich werde mit einem Bone Crusher starten. Und das sollte erstmal reichen. Feuerelementar, okay. Seltsamer Start für einen Bot. Da war ein Pyro, glaube ich, ne? Ja. Berserker auch nicht schlecht. Komm, schick einfach die Schnecke rein. Ich brauch Early Einkommen. Das ist extrem wichtig, dass ich Early Einkommen kriege. Wie machen wir das? Wir machen das so. Zweiten Bone Crusher. Guck mal, ich liege jetzt schon zurück. Ich habe jede Runde geschickt für Einkommen. Und liegt einfach jetzt schon zurück. Das ist krass. Umso höher die Ränge der Bots sind, desto mehr werden die cheaten. Ist einfach so. So, wir könnten einfach einen daneben bauen fürs Erste. Er hat immer noch nichts geschickt. Noch ein Feuerelementar, ein normales Elementar. Ja, man muss sich halt irgendwie so eine Strategie überlegen, damit man ihn besiegen kann. Weil die schon early, guck mal. Die sammeln, die schicken mir nichts, die sammeln und haben 200 mehr als ich. Das ist brutal. Wir könnten den Big Banana Bank machen. Das können wir machen. Stell erstmal so einen hin, dass ich dann hier Banana Bank hin platziere. Mit Metzger.
Das ist, glaube ich, nicht schlecht. 140. Das ist schon brutal. Das sieht ganz gut aus. Das werde ich nicht schaffen, aber wenigstens kommt nur der Mull durch und ein kleiner Miniskorpion. Damit kann ich leben. Kampfnarben sind sogar sehr gut, wenn ich dann den... Wenn ich dann den Bananabank vorne stehen habe, Kampfnarben super gut. So, auf die Schnecke verzichte ich. Sieht gut aus, sieht gut aus. Da muss ich mal überlegen, hier sind schon 10 Worker auf dem Plan. Mehr Gold, jawohl. Also nicht für mich, aber... für meinen Bot-Kumpel. Ne, pass auf. Wir machen das so. Können da noch einen Metzger hinstellen. Weil ich möchte ja, dass der Bananabank vorne als erster steht. Damit ich den groß machen kann. Da habe ich ein bisschen den Bild verkackt. Ich muss ja so machen, dass vorne nur einer steht. Aber nicht so wild. Okay, die Frontline wird nächste Runde schnell down gehen. Deswegen machen wir das so. Jetzt kommen hier noch ein paar Schleime hin. Oder nur einer. Ist okay. Und wir können ja trotzdem diese Skelettmagier bauen. Für mehr Attack Speed sind die nicht verkehrt. Oder ist der Tsunami? Ja! Mini-Leben. Beide 15. Ich brauche kleine Erfolge. 10 Piepen extra. So, jetzt können wir hier einen Metzger platzieren. So. Geht noch Schleim hin. Der wird dann auch noch aufgewertet. Alter, ich baue noch welche hin. Ich weiß nicht, jetzt kriege ich wieder fett geschickt. Ich muss ja gucken, dass ich das überlebe.
Ich auf jeden Fall kann ich rüberholen, das ist schon mal gut. Ja, ich werde es nicht halten können. Okay, wir sind den einen noch gekillt. Haben den King aber ganz gut aufgewertet, von daher sind wir wirklich ganz gut dabei. So, wir könnten. Also wir auf jeden Fall nächste Runde den Bananenbaum platzieren. Das heißt, wir werden jetzt schon mal. Ja, ich kann keinen Magieschaden bauen. Das ist. I will cut you to pieces. Das ist shit. Wieder reingeschickt. Soll ich aber ganz gut abkriegen. Also abwehren, nicht abkriegen. Ja, okay, es hat nicht gereicht. Okay, der ist down, ist gut. Ah, der Elite Archer. So, jetzt sehen wir die Kampfnarben. Und dann platziere ich den Bananenbaum hier vorne hin. Und dann kann ich den groß machen. Ich werde vielleicht diese Runde noch mal ein bisschen verkacken. Ja, weiß ich nicht. Die nur einfach rein. Mal gucken. Könnte auf 18 schicken, auf 13 schicken. Alles nicht so einfach. Aber hier muss ich wirklich verdammt gut abwägen, was ich mit Workern mache und mit meinen Einheiten. Ich werde einen holen, weil ich mit dem Bananenbaum ganz gut abwehren kann. Das erste zumindest. Und schon noch einen zweiten. Ich muss ein bisschen was aufholen. Okay, er ist wieder down. Hat so gut gehalten. Ich muss halt was schicken können. So. Und dafür brauche ich Material und Geld. Das ist wichtig. Ja, ein paar extra Kohlen. Sind die verkehrt? Können wir den aufwerten? Nein, können wir nicht. Dann baue ich auch keinen davon. Wir könnten ihn aufwerten. Oder den anderen. Den anderen, okay. Und dann können wir hier noch so ein bisschen was aufbauen. Und dann schicke ich auf 13 halt rein. Der Stichschaden hat zu viel. Drache rein. Hobo rein. Die Frontline schnell down geht. Ja, sobald ich Worker baue, liege ich zurück. Das ist halt shit. Obwohl ich eine ganz gute Strategie eigentlich habe. Die können wir aufwerten, damit das Healing noch besser wird. Noch ein Wüstenpilger. 80.
Hermit. Haben wir noch einen Hermit rein? Und dann sind die Chancen eigentlich ganz gut, dass wir durchkommen. Die 400 zurück. Schattern Gold wäre jetzt geil. 620. Schamane und ein Ogre. Das ist brutal. Wenn die schicken, wird es brutal. Okay, der Robo ist down, aber ich komme durch. Schattern Gold ist mir sicher. Aber er hat gehalten, das ist gut. Und die sind beide durch. Geil. Das heißt, wir können Worker aufbauen. Noch einen. Wer wird das abwehren? Und hier gibt es gut Geld. Noch einen. Sehr schön. Den werte ich auf. Hol Worker, ich muss es nutzen, wenn ich mal einen Vorteil habe an Gold. Auf 15 mehr Fett. Das ist nicht so gut. In der Account-Verteidigung. Also die haben Account-Verteidigung und die auch. Kriegen mehr Schaden. Aber die 15, natürliche Verteidigung, die sind schnell down und die machen weniger Schaden. Außer dieser Kura-Blume. 280. Das könnte ich ganz gut halten sogar. Okay, Mimik ist down. Ja, gerade so nicht. Alter, 3 vor Eis! Holy shit! Oh, hier drüben sind wir aber auch durchgekommen. Das ist sehr gut. So. Jetzt können wir hier ein bisschen aufwerten. Nee, du nicht. Du und du. Damit die auch noch den Metzger-Buff verwerten können. Noch mehr Tanks rein. Oh. Erkältungskacke. Machen wir noch Unhold rein. Ah, wieder ein Schamane. Aber magischen Schaden habe ich nicht so gut. Wobei er jetzt ganz gut magischen Schaden hat tatsächlich, wenn er aufgewertet ist. Da bin ich durch. Das ist auch durch. Jetzt können wir Worker holen. Die haben den King gar nicht aufgewertet. Das könnte es tatsächlich schon mal gewesen sein. Ja, geil. Victory. Krass. Geschafft. Oh, es wird immer härter, es wird immer härter. Ja, Experte. Es war eine weitere Runde Legion Bot Beatdown. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel das hier. Letzte Bot Beatdown mit Diamant. Bis dahin, lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.